das Wohnmobil hat Räder, verdammt, doch wir können hier nicht weiter, hier ist Fledermausland. Moin Leute und willkommen hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder was anderes und zwar geht es mal wieder um PlayerUnknown's Battlegrounds. Genauer gesagt geht es heute um Reshade. Einigen ist vielleicht Reshade schon ein Begriff, einigen wahrscheinlich nur nicht. Reshade ist einfach ein Programm dafür, um die Farben und die Intensität von dem ganzen Spiel ein bisschen herauszuheben. Damit seht ihr andere Spieler besser, damit seht ihr Objekte besser und ich finde, das Ganze sieht einfach um einiges schöner aus. Aber jetzt kommen wir einfach mal ganz einfach und schlicht zur Installation. Wie funktioniert denn das Ganze? Noch vorab, das Ganze ist legal, da gibt es also einen Post davon, da hat man extra nachgefragt oder angefragt bei den Entwicklern von PlayerUnknown's Battlegrounds, ob das Ganze zulässig ist. Die haben auf einen Tweet geantwortet mit, ja, ist es, also ihr könnt deswegen jetzt im Moment nicht gebannt werden und vor allem, wenn da mal irgendwann was kommen sollte, dann wird das einfach geblockt, denke ich mal, und ja. Fangen wir einfach mal direkt an. Zunächst mal gehen wir auf reshade.me. Das ist die Seite, das ist die offizielle Seite, also da könnt ihr alles komplett safe runterladen. Hier gehen wir einmal einfach auf Download und einmal hier unten auf Download drücken. Dann zieht er euch so einen Ordner oder so eine Exe runter. Das ist eine ganz kleine Datei, die hat ein paar MB, also nicht sonderlich groß. Wenn ihr die dann irgendwo habt, wo ihr sie wiederfindet oder wo ihr sie gefunden habt, dann installiert ihr das Ganze. Ich mache das Ganze immer als Admin, Rechtsklick als Admin ausführen. Jetzt will das Ganze euer Verzeichnis wissen, wo ihr denn überhaupt PlayerUnknown's Battlegrounds installiert habt. Das findet ihr euch ganz einfach raus. Wenn wir hier einmal in Steam gehen, wo haben wir es? Hier, zack, das machen wir weg. Dann gehen wir auf Spiele, Spielebibliothek. Jetzt sehen wir ja hier PlayerUnknown's Battlegrounds. Da machen wir einmal einen Rechtsklick drauf. Und jetzt gehen wir auf Eigenschaften und in den Eigenschaften auf lokale Dateien und hier bei lokale Dateien einmal auf lokale Dateien durchsuchen. Jetzt seht ihr hier oben schon, wo das Ganze drin ist. Also Programme, Steam, Steam Apps, Common, PlayerUnknown's Battlegrounds. Okay. Können wir uns merken, denke ich mal, können wir das hier mal vorerst wieder schließen. Als nächstes gehen wir hier auf Select Game. Das ist, wenn wir die Anwendung gestartet haben, beziehungsweise die Installation. Dann sehen wir schon, normalerweise sieht es dann irgendwie so aus. Wollen wir aber nicht. Nee, wir gehen hier einmal auf den Computer, gehen auf die Festplatte, Programme x86, suchen hier Steam, Steam Apps, Commun, PlayerUnknown's Battlegrounds, TSI Gaming, Binaries, Win64 und hier sehen wir jetzt TSI Game Anwendung. Die hat 53 MB derzeit, natürlich bei einem Update oder sowas ändert sich das Ganze. Diese einfach auswählen bzw. hier unten auf Öffnen drücken. Jetzt sagt er hier Select Rendering API. Da drücken wir hier unten auf DirectX oder Direct 3D 10 Plus. Und da das Spiel ja einfach DirectX 11 unterstützt, also 10 Plus. Jetzt fragt er hier, wenn wir da drauf drücken, do you override the existing installation? Das fragt er bei euch, glaube ich nicht, weil ich habe das ja vorhin schon installiert zum Probieren. Da machen wir jetzt einfach hier, ja, den Download bestätigen wir, dann downloadet es hier ganz kurz was, das geht aber relativ schnell. Okay, wir brauchen hier aber auf jeden Fall nicht alle Filter, weil alle Filter wären totaler Schwachsinn und wahrscheinlich habt ihr dann extreme FPS-Probleme. Natürlich kostet das Ganze ein bisschen auch FPS, aber laut den Herausgebern sind das so bis 3 bis 5 FPS, also nichts wirklich Spektakuläres, allerdings wenn ihr schon relativ am Ende oder an den Grenzen von eurem PC seid, dann solltet ihr damit auf jeden Fall aufpassen und vielleicht eher darauf verzichten. Okay, wir machen jetzt hier unten erstmal Uncheck All und als nächstes wählen wir jetzt drei Filter aus. Wir nehmen einmal den Adaptive Sharpen FX, dann scrollen wir runter, bis wir den HDR FX haben und als letztes nehmen wir noch den Technicolor 2FX. Diese einfach dann mit OK bestätigen und jetzt sagt er hier Installation to TSI Game Success. Okay, dann. Das können wir dann erstmal so kurz lassen und jetzt gehen wir einfach mal ins Spiel rein. Jetzt sehen wir auch, wenn wir mal in das Verzeichnis reinschauen, wo wir gerade eben waren. Da haben wir es. Da sind jetzt auch ein paar Dateien reingekommen. Einmal Reshade, DXGI, ja, und die 3DXGI. Wenn wir das Ganze wieder deinstallieren wollen, dann löschen wir einfach diese drei Dateien daraus. Dann ist es alles wieder weg und auf Originalzustand. Den Battle-Eye-Ordner braucht er, den Cookies, Dat und die zwei Anwendungen, die braucht er auch. Okay, das war hier auch schon die komplette Installation von dem Ganzen. Jetzt gehen wir ins Spiel und dann zeige ich euch, wie wir das Ganze noch perfekt einstellen.
Jetzt sehen wir, wenn das Ganze hier komplett fertig ist, dann können wir das einfach mit einem X schließen. Bis das X kommt, einfach mal warten und in den Hintergrund legen. Hier oben kommt jetzt normalerweise ein Fenster. Ich hoffe, das sieht man jetzt während der Aufnahme auch. Dass ihr ein oder wie ihr das ganze Menü öffnen könnt, das ist nämlich einmal mit Shift und F2. Jetzt warten wir mal kurz, bis geladen hat. Nee, natürlich kommt es jetzt nicht. Ich glaube, es war am Anfang ganz kurz dran, aber dann war es weg. Okay, aber nichtsdestotrotz, Shift F2. Jetzt sieht das Ganze in etwa so aus. Es kann sein, dass dieses Feld noch nicht da ist. Dann geht ihr hier oben einfach auf ein Plus und macht das Neues, nennt das Ganze, was weiß ich, Hallo, wie auch immer, was halt euch gefällt. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann seht ihr die ganzen oder die drei Filter, die wir installiert haben. Hier bei Settings ist es wichtig, dass wir jetzt in Configuration Mode sind, aber sind wir normalerweise so oder so, wenn wir das Ganze gerade erst installiert haben. Bei Statistik, da seht ihr nur hier eure Auslastung und sowas, eigentlich relativ uninteressant für den Moment. Und wir konzentrieren uns jetzt eigentlich nur mal auf die normalen Settings. Was wir noch machen können, Effekt Toggle Key, das ist, dass ihr das Ganze an- und ausschalten könnt. Ich habe das aufs Minus von meinem Numpad gelegt. Da kann ich einfach während dem Spielen den Filter mal deaktivieren und aktivieren. Dann sieht man einfach, was sich denn effektiv ändert. Wir gehen einmal auf Home. Und jetzt kommen wir zu den drei Filtern. Wir können das Ganze, oder wir aktivieren die drei Filter, wenn wir hier drauf drücken. Wenn wir hier drücken, dann sehen wir schon, wenn wir hier zum Beispiel die AK anschauen, es ändert sich dann doch einiges. Lassen wir es mal so, weil jetzt kommen wir zu den ganzen Filtereinstellungen. Kriegt man das größer? Kriegt man. Beim Adaptive Sharpen Filter, da machen wir gar nichts. Also den können wir mal schließen. Beim HDR brauchen wir auch nicht so weit machen. Der ist auch soweit schon schön eingestellt. Nur beim Technicolor 2, den müssen wir ein bisschen ändern, aber auch nur hier unten die Stärke. Diese ist auf 1, wir können das Ganze mit der Maus, wenn wir hier drauf gehen, links und rechts, können wir das Ganze einstellen. Wir machen das Ganze ein bisschen runter, nicht auf 1, nee, wir gehen auf 0,65. Das ist eigentlich schon die richtige Einstellung. Die Helligkeit und das andere können wir einfach so lassen. Jetzt müssen wir nur noch einen wichtigen Schritt machen, wenn wir das Ganze so haben. Das ist dann eigentlich auch schon fertig eingestellt. Wir gehen nur einmal noch auf die Settings. Gehen jetzt nicht mehr in den Configuration Mode, sondern gehen in den Performance Mode. Dann gehen wir noch einmal auf Home und aktivieren natürlich unsere drei Filter. Wenn der blaue Punkt hier drin ist, dann sind sie aktiviert. Das ganze Menü schließen wir wieder mit Shift F2 und wir sehen schon, was wir für knallige Farben haben. Kann ich es hier gerade, genau, hier kann ich es deaktivieren. Wenn wir auf den Benzinkanister hier unten zum Beispiel schauen, wenn ich da mit Minus einmal drauf drücke, dann sehen wir, also es ist wirklich schon eine krasse Veränderung. Sieht einfach schöner aus, die Farben sind knalliger. Und ja, gehen wir einmal noch ganz kurz ins Spiel rein, damit ihr auch noch seht, wie das Ganze im Spiel aussieht. So, im Spiel angekommen, so sieht mein Spiel standardmäßig aus, wenn wir das Ganze jetzt aktivieren. Wenn wir zum Beispiel nur mal die Bäume oder so anschauen, es ist einfach extrem krass, die Farben, die sind wirklich einfach, es sieht geil aus. Wenn wir das mal so anschauen, auch mit dem Wasser und allem, das ist einfach so, ist das Spiel einfach grau und matt, das ist jetzt standardmäßig und halt mit den Einstellungen. Wir haben einfach wundervolle Farben, es sieht wirklich mega, mega geil aus. Deswegen kann ich euch das Ganze so nur ans Herz legen, weil das ist eine schöne und eine einfache Sache, die wirklich jeder machen kann. Das war jetzt auch schon das ganze Video, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ihr konntet damit was anfangen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einen Daumen oder einen Kommentar da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut und haut rein!